Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit Beginn der Herbstferien in der DDR hat die Fluchtbewegung wieder stark zugenommen. In Warschau, wo die Flüchtlinge auf den Beginn der vereinbarten Ausreiseaktion warten, sind es jetzt etwa 1200 Menschen, die nicht mehr in die DDR zurück wollen. Über die ungarisch-österreichische Grenze kamen gestern und in der vergangenen Nacht dreimal so viele Flüchtlinge wie einen Tag zuvor in die Bundesrepublik. 1600 waren es, die sich bei den bayerischen Aufnahmestellen meldeten. Die österreichisch-ungarische Grenze bei Nickelsdorf heute Nachmittag. Etwa 2000 Menschen aus der DDR sind allein an diesem Wochenende hier nach Österreich gekommen. Insgesamt sind seit der Öffnung der ungarischen Grenze im August fast 52.000 DDR-Bürger nach Österreich und weiter in die Bundesrepublik gelangt. Die meisten der am Wochenende Geflüchteten wurden zunächst im bayerischen Durchgangslager Grafenau empfangen, wo sie erst einmal registriert werden. Etwa 200 kamen mit Bussen vom Grenzübergang Zuben hierher. Mehr als 1000 DDR-Bürger fuhren mit ihren eigenen Autos über Ungarn nach Bayern. Sie bekommen hier Papiere und das sogenannte Begrüßungsgeld und reisen dann in andere Lager oder zu Angehörigen weiter. Die Verärgerung in der DDR-Bevölkerung wegen der Beschränkung des Reiseverkehrs in die Tschechoslowakei kommt nun auch in der Presse des Landes zum Ausdruck. Das Dresdner SED-Blatt Sächsische Zeitung dementierte zugleich, dass zusätzliche Sperranlagen entlang der Grenze errichtet würden. In einem Leserbrief hieß es, administrative Maßnahmen wie die Einschränkung des Reiseverkehrs brächten keine Lösung. Die Verhältnisse im Land müssten so gestaltet werden, dass es niemand mehr verlassen wolle. In der Ost-CDU-Zeitung Die Union heißt es, wieder sei ein Stück Bewegungsfreiheit gestutzt worden. Die Bundesregierung dringt nach Angaben von Regierungssprecher Klein darauf, dass die in Warschau auf ihre Ausreise wartenden DDR-Bürger möglichst schnell in die Bundesrepublik kommen können. Wann und wie die Flüchtlinge abreisen, ist noch unklar. Sie erhalten zunächst von ihrer Botschaft in Warschau die entsprechenden Papiere. Hinein gingen sie als Bürger der DDR. Als sie herauskamen, nach einer kurzen, unbürokratischen Prozedur, hatten sie sozusagen den Freibrief in der Hand. Zwei Dokumente, eine Identitätsbescheinigung und die Urkunde, mit der sie aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen werden. Damit können sie legal ausreisen. Wir gehen davon aus, dass zur Lösung des Problems der DDR-Bürger, die sich hier auf dem Territorium Warschaus befinden und in die BRD-Botschaft gegangen sind, um in die BRD oder in ein anderes Drittland auszureisen, auf humanitäre Art und Weise gelöst werden soll. In drei Gruppen wurden heute nur 46 Flüchtlinge mit Papieren versorgt. Wir sind daran interessiert, uns zu beeilen. Das liegt aber nicht nur an uns. Natürlich ist eine bestimmte Überprüfung in der Deutschen Demokratischen Republik notwendig. Wir können zum Beispiel einen gesuchten Mörder nicht ausreisen lassen. Zur Stunde wird darüber verhandelt, ob man pro Tag mehr als nur 50 abfertigen kann. Weil die DDR eine Beförderung über ihr Territorium nicht wünscht, bleiben als Transportmittel entweder Flugzeug oder Fähre. Das ist eine Frage der Organisation, die zwischen der Botschaft der BRD und den Behörden der Volksrepublik Polen geregelt wird. Ist eine Ausreise durch die DDR möglich? Nein, eine Ausreise durch die DDR ist jetzt nicht möglich. Die ersten 100 Flüchtlinge könnten morgen starten. Von polnischer Seite gibt es das Angebot, Lotmaschinen zur Verfügung zu stellen. Aber auch die Lufthansa ist einsatzbereit. Wenn allerdings der Zustrom der Flüchtlinge auch wegen der Herbstferien in der DDR weiterhin so stark bleibt, dann kann es lange dauern, bis die letzten Warschau verlassen haben. Weiterhin hoch ist der Zustrom von DDR-Bürgern, die über die offene ungarische Grenze in die Bundesrepublik kommen. Von gestern früh bis heute früh registrierte der Bundesgrenzschutz fast 1900, die mit Bahn oder Bus bzw. mit dem eigenen Auto in Bayern eintrafen. Der Zustrom war am Wochenende mit Beginn der Herbstferien in der DDR sprunghaft angestiegen. Die Zeitungen in der DDR bemühten sich heute, für die Reformdiskussion im Lande eine Plattform zu bieten. Sie berichteten über die Kritik, die Politbüromitglieder in Gesprächen mit Arbeitern zu hören bekommen hatten, wie Verärgerung über die Medien und Reisebeschränkungen. Zu Wort kam aber auch der Gewerkschaftsvorsitzende Tisch, der vor überstürztem Handeln bei Reformen warnte. In Leipzig sind am Abend wieder mehrere 10.000 Menschen auf die Straße gegangen, um für Veränderungen und Meinungsfreiheit zu demonstrieren. Darüber berichtete am Abend auch das DDR-Fernsehen. Der Zug hatte sich nach Friedensandachten in mehreren Kirchen der Stadt formiert. Mit ähnlichen Forderungen hatten sich gestern in einem Ostberliner Kulturhaus auch Künstler der DDR zu Wort gemeldet.
Das hat es noch nicht gegeben. Auch in Anwesenheit westlicher Kameras treffen sich DDR-Rockmusiker zu einer außerordentlichen Vollversammlung. Hauptpunkt der Tagesordnung, die öffentliche Vorstellung einer Resolution, der sich bereits 3000 Künstler angeschlossen haben. Wir, die Unterzeichner dieses Schreibens, sind besorgt über den augenblicklichen Zustand unseres Landes, über den massenhaften Exodus vieler Altersgenossen, über die Sinnkrise dieser gesellschaftlichen Alternative und über die unerträgliche Ignoranz der Partei und Staatsführung, die vorhandene Widersprüche bagatellisiert und an einem starren Kurs festhält. Es geht nicht um Reformen, die den Sozialismus abschaffen, sondern um Reformen, die ihn weiterhin in diesem Lande möglich machen. Die Musiker verlangen, dass dieser Entschluss bei Konzerten verlesen werden darf, ohne dass die Interpreten oder Veranstalter von den Behörden gemaßregelt werden, wie dies bislang der Fall war. In Anwesenheit von FDJ-Chef Aurich fallen deutliche und kritische Worte gegen den Sicherheits- und Parteiapparat. Aurich wollte sich vor Kameras nicht äußern. Gestern Nacht, 4000 sind zu einem Konzert gegen Gewalt in die Ostberliner Erlöserkirche gekommen. Dabei ist die erste Garnitur der DDR-Rockmusik. Fast alle Texte und Songs üben Kritik an den bestehenden Lebens- und Machtverhältnissen. Die Zeit ist reif, die Mauern aufzubrechen, um offen und geschützt zu sein. Aufbruchstimmung überall. Der DDR-Schriftstellerverband fordert so wörtlich eine revolutionäre Reform. Die Theaterschaffenden eine öffentliche Untersuchung von Polizei übergriffen und Studenten wollen sich gar in unabhängigen Verbänden organisieren. Mehr über das Rockkonzert in der Erlöserkirche um 23 Uhr nach den Tagesthemen. Vor selbstgerechten und überheblichen Ratschlägen an die DDR-Bürger hat Bundesaußenminister Genscher gewarnt. Es sei nicht Sache der Bundesrepublik, den Menschen in der DDR vorzuschreiben, wie sie ihre Reformen gestalten und welche Reformziele sie ansteuern sollten. Der Zeitung Die Welt sagte Genscher, die mündigen Bürger brauchten keinen Vormund, weder durch die Führung in Ostberlin noch durch Stimmen aus der Bundesrepublik. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Druck auf die DDR-Führung, sich zu Reformen durchzuringen, wird immer stärker. In mehreren Städten kam es gestern Abend zu neuen Massendemonstrationen, so vor allem in Leipzig, aber auch in Dresden, Halle, Magdeburg und Plauen. In Dresden erzwangen Demonstranten eine öffentliche Diskussion über demokratische Reformen mit Oberbürgermeister Berghofer. Alle Kundgebungen verliefen ohne Zwischenfälle. Die staatlich gelenkte DDR-Presse, die früher Regimekritik verschwieg oder als Rowdytum abtat, berichtete über die Protestveranstaltungen. Vor wenigen Wochen waren es noch einige hundert, die in Leipzig auf die Straße gingen. Gestern geschätzt bis zu 150.000. Wir sind das Volk, rufen sie, Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung. Schließt euch an, die Aufforderung fand Gehör. Auf dem Höhepunkt der stundenlangen Demonstration war, so ist auszurechnen, jeder dritte erwachsene Leipziger Bürger dabei. Das hat es in der Geschichte der DDR noch nicht gegeben. Wie immer hatten Bürgerrechtsgruppen zu Gewaltfreiheit aufgefordert und die Demonstranten hielten sich daran. Ihre Forderungen, Presse- und Reisefreiheit sowie freie Wahlen. Die Polizei blieb wie schon am vergangenen Montag im Hintergrund, schickte Streifen, aber griff nicht ein. Sie verlangen die Zulassung einer unabhängigen Opposition und tragen Bilder des Hoffnungsträgers aus Moskau. Die DDR-Nachrichtenagentur ADN sprach in einer knappen Meldung von Zehntausenden Bürgern, die sich zu einer Demonstration trafen. Der Zurückhaltung der Ordnungskräfte sei es zu danken, dass es zu keinen Ausschreitungen kam. Diese Sprachregelung übernahmen die DDR-Massenmedien, auch das Neue Deutschland. Das Parteiblatt befürwortete einen offenen und ehrlichen Dialog. Den wollen die Demonstranten auch, aber nicht wie bisher nach den Spielregeln der Partei. Diese Bilder machen deutlich, der Protest hat eine neue Qualität erreicht. Die SED hat angekündigt, man werde dem Volk Vorschläge machen, aber das Volk wird mit schönen Versprechungen nicht mehr abzuspeisen sein. Es will Taten sehen. Oppositionelle in der DDR werteten die gestrige Massendemonstration in Leipzig und die Zurückhaltung der Polizei als einen Hoffnungsschimmer. Nach Auffassung der Malerin Bärbel Bohley, Mitbegründerin der verbotenen Gruppe Neues Forum, hat die DDR-Führung damit begonnen, die Reformbewegung ernst zu nehmen.
In Potsdam haben sich auf Initiative der örtlichen SED-Kreisleitung der Oberbürgermeister und Parteifunktionäre mit Vertretern des neuen Forums getroffen. Die Funktionäre sollen in dem Gespräch versichert haben, dass die Arbeit der Bürgerinitiative toleriert werde. Für Veränderungen in der DDR sprach sich heute Abend erneut der Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei Gerlach aus, der auch stellvertretendes Staatsoberhaupt ist. Es geht um spürbare Veränderungen. Wir sind als LDPD für eine Politik der sinnvollen Kontinuität und der raschen Veränderungen. Es müssen sehr bald, sehr schnell, ja ich möchte sagen morgen und übermorgen, Entscheidungen getroffen werden, die sich spürbar auf das Leben, auf die Lebensverhältnisse aller Bürger auswirken. Im Rahmen unserer volkswirtschaftlichen und sonstigen Möglichkeiten. Aber über alles muss gesprochen werden, mit dem Ziel, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die das Leben in unserem Lande wesentlich verändern, die viele Steine aus dem Wege räumen, die uns jetzt noch hindern und hemmen und die dazu führen, dass die Kräfte des Volkes, die Initiativen der Bürger voll zum Tragen kommen. Das wird es uns ermöglichen, rasch voranzukommen und wird es auch ermöglichen, dass die Bürger des Landes sich hier wohlfühlen, bei uns. Zu Freiheitsstrafen zwischen 3,5 und 4,5 Jahren sind in Dresden 3 junge Männer verurteilt worden, weil sie sich an Ausschreitungen vor 2 Wochen beteiligt hatten. Zu den Zusammenstößen war es gekommen, als damals mehrere tausend Menschen vor dem Bahnhof in Dresden auf die Sonderzüge mit DDR-Flüchtlingen aus Prag warteten. Nach Angaben des Generalstaatsanwaltes der DDR befinden sich derzeit noch 11 Personen wegen Gewalttätigkeiten in Untersuchungshaft. Der Warschauer Flughafen vor etwa einer Stunde. Die ersten 124 DDR-Flüchtlinge bereiten sich auf ihren Abflug in die Bundesrepublik vor. Inzwischen sind sie schon unterwegs nach Düsseldorf. Sie fliegen mit einer Sondermaschine der polnischen Fluggesellschaft LOT. In Düsseldorf werden sie gegen 21 Uhr eintreffen. Knapp 1.400 Menschen warten in Warschau nun noch auf ihre Ausreisepapiere. Für die Abfertigung und Ausbürgerung der ersten Gruppe hatte die DDR-Botschaft in der polnischen Hauptstadt 2 Tage gebraucht. Auch für die 100 DDR-Bürger, die ihr Auto mitnehmen wollen, zeichnet sich eine Lösung ab. Nach Informationen aus Bonn bereitet Polen eine Schiffspassage vor. Über Ungarn und Österreich kamen in der vergangenen Nacht wiederum mehr als 1.800 DDR-Bürger nach Bayern. Das erneute Anschwellen der Flüchtlingswelle über Ungarn wird vor allem auf die Herbstferien in der DDR zurückgeführt. Willy Brandt erwartet baldige Reformen in der DDR schon, um die Massenflucht zu beenden. In Moskau sprach der Vorsitzende der Sozialistischen Internationale heute mit Staats- und Parteichef Gorbatschow. Ein Thema war die deutsch-deutsche Problematik. Michail Gorbatschow vermittelt unverminderte Zuversicht, was den Fortgang seiner Umbaupolitik betrifft. So Willy Brandt nach diesem Gespräch. Natürlich spielte das Thema DDR auch eine wesentliche Rolle. Und natürlich waren die Auskünfte über den konkreten Inhalt eher spärlich. Man dürfe den Reformprozess in der DDR nicht durch unzweckmäßige Eingriffe von außen stören, meinte Willy Brandt und formulierte seinen Eindruck von der sowjetischen Meinung zur weiteren Entwicklung in der DDR entsprechend vorsichtig. Eigentlich hat Gorbatschow in Ost-Berlin das gesagt, was er zu diesem Zeitpunkt zu sagen für richtig hält. Aber ich glaube, ich kann hinzufügen, dass er wohl mit ernsthaften Reformbemühungen auf kürzere Sicht rechnet. Hat das Thema Sowjetdeutsche in Ihrem Gespräch eine Rolle gespielt und gab es da von sowjetischer Seite irgendwelche Signale? Ich habe deutlich gemacht, dass wir ja nicht auf Abwerbung aus sind, sondern möchten, dass möglichst viele es für angemessen halten zu bleiben und dass dazu die Voraussetzung wohl ist, dass sie ihre nationale, kulturelle, religiöse Identität zum Ausdruck gebracht sehen. Und darauf wurde freundlich, wenn auch zunächst noch nicht sehr konkret reagiert. Guten Abend, meine Damen und Herren. DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker ist heute entmachtet worden. Sein Nachfolger ist Egon Krenz. Ein Erdbeben im Großraum San Francisco hat mindestens 270 Menschen das Leben gekostet. Es war das schwerste Beben seit der Katastrophe von 1906. Zunächst nach Ost-Berlin zum Wechsel in der Partei und Staatsführung. Nur 10 Tage nach den aufwendigen Feiern zum 40. Jahrestag der DDR hat Erich Honecker alle seine Ämter verloren.
Unter dem Druck der jüngsten Massenproteste und der Ausreisewelle wurde er abgelöst. Die Weichen für den Wechsel wurden offenbar gestern Abend im SED-Politbüro gestellt, das bis in die Nacht hinein tagte. Abgesegnet wurde der Beschluss dann heute in einer Sondersitzung des Zentralkomitees. Honecker trat ab, er bleibt auch nicht Staatsoberhaupt und Vorsitzender im Nationalen Verteidigungsrat. Neuer Generalsekretär der Einheitspartei wurde Egon Krenz. Offiziell hieß es, der 77-jährige Honecker habe aus Gesundheitsgründen darum gebeten, ihn abzulösen. Er habe zugleich Krenz als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Heute Nachmittag vor dem Gebäude des Zentralkomitees der SED. Eine Sondersitzung ist vorüber, ihr Ergebnis kommt einer Sensation gleich. Die Ära Honecker geht zu Ende. Die Medien der DDR berichten ungewöhnlich schnell und präsentieren bereits die neue Nummer 1, den soeben gewählten Staats- und Parteichef Egon Krenz. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl vom Massenmedium Fernsehen. Dankeschön. Ich weiß, es wird heute Abend noch eine längere Rede geben. Schön wäre es, wenn wir noch drei Sätze hören könnten. Wie fühlt man sich am Beginn einer solch wichtigen Etappe? Nun, ich habe im Zentralkomitee gesagt, dass ich mir bewusst bin, dass ich eine schwere Aufgabe übernommen habe in einer sehr komplizierten Zeit. Und es drängt mich auch in dieser Minute zu sagen, uns steht viel Arbeit bevor. Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit, aber Arbeit, die Freude machen soll und die allen Menschen dienen kann. Das Zentralkomitee der SED brauchte gerade 2 Stunden, um Erich Honecker zu stürzen und Egon Krenz zu küren. Damit hat die SED die Konsequenzen aus den Unruhen der vergangenen Wochen gezogen. Der Führung, insbesondere Erich Honecker, war auch aus der Partei vorgeworfen worden, die Realität aus den Augen zu verlieren, die Stimmung im Lande völlig falsch einzuschätzen. Sein Nachfolger Egon Krenz indes steht nicht gerade für einen klaren Kurswechsel. Im Politbüro war er für innere Sicherheit zuständig, damit auch für die Polizeigewalt gegen Demonstranten verantwortlich. Zudem war er Wahlleiter bei den jüngsten Kommunalwahlen, bei denen Ergebnisse massiv gefälscht wurden. Unvergessen auch sein demonstrativer Schulterschluss mit den Genossen in Peking, denen er zur gewaltsamen Niederschlagung der Demokratiebewegung gratulierte. Krenz galt zwar seit langem als Honeckers Kronprinz, aber keineswegs etwa als Mann Gorbatschows. Die Opposition und Parteikreise vermuten nun eher, dass Krenz eine Übergangslösung darstellt, bis der nächste Parteitag klare Weichen stellt. Abgelöst wurden auch die Politbüromitglieder Joachim Herrmann und Günther Mittag. Herrmann war verantwortlich für die staatlich gelenkten Massenmedien. Die Gleichförmigkeit und Einseitigkeit von Presse und Fernsehen in der DDR waren bei den Demonstrationen der jüngsten Zeit besonders scharf kritisiert worden. Der Ruf nach mehr und besserer Information wurde immer lauter. Günther Mittag war als Chefökonom zuständig für die Wirtschaft und die Plankommission. Ihm wurden jetzt offenbar die Schwierigkeiten der DDR-Wirtschaft und die Mängel bei der Versorgung angelastet. Krenz löst Honecker nicht nur als Generalsekretär der SED ab. Er wird voraussichtlich auch sein Nachfolger als Staatsoberhaupt und als Vorsitzender im Nationalen Verteidigungsrat. Das Zentralkomitee beschloss, ihn der Volkskammer zur Wahl vorzuschlagen. Ein Porträt des 52-jährigen Parteichefs zeichnet Christine Kolmar. Schon seit Jahren gilt der 52-jährige Egon Krenz als Zögling Erich Honeckers. Der bekräftigte heute auch noch einmal, er halte Krenz für fähig und entschlossen, die Verantwortung zu übernehmen. Entschlossenheit, Härte im Austeilen, aber auch im Einstecken, das bescheinigen Krenz auch westliche Beobachter. Bei öffentlichen Auftritten gebe sich der gelernte Lehrer betont locker und freundlich, in der Sache aber sei er kompromisslos. Vorwürfe etwa über die Haltung der DDR zum Massaker in China wies er zurück. Man könne da nicht von den Horrordarstellungen der BRD-Medien ausgehen, sagte Krenz. Der Lebenslauf von Krenz liest sich wie aus einem Bilderbuch. Mit 16 trat der Sohn eines Schneiders in die FDJ, mit 18 in die SED ein. Den politischen Schliff erhielt der junge Krenz an der Parteihochschule in Moskau. Und schon als 46-Jähriger stieg er auf zum Vollmitglied im Politbüro, zuletzt zuständig für Sicherheit und Kaderfragen. Kein zweiter SED-Politiker der Honecker-Ära hatte in so wenigen Jahren eine so steile Karriere gemacht. 18 Jahre lang hatte Honecker als Nachfolger von Ulbricht an der Spitze der Einheitspartei gestanden. 1976 war er auch Vorsitzender des DDR-Staatsrates geworden. Sein Name ist mit dem Bau der Berliner Mauer 1961 verbunden.
Er hat aber auch in den 70er Jahren die DDR international aus der politischen Isolierung herausgeführt. In den späten 80er Jahren wurde er mehr und mehr zum Symbol für die Starrheit der Partei- und Staatsbürokratie, die zu Reformen nicht bereit war. Ein Rückblick von Hermann Engelbrecht. Zum Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands wurde Genosse Erich Honecker gewählt. Bejubeln ließ er sich oft und gerne und am lautesten wurde es, wenn er alle 5 Jahre in seiner Führungsposition bestätigt wurde. 1971 war der Bergarbeitersohn aus dem Saarland erstmals zum Chef der SED gekürt worden. Wenig später schon vereinte er die wichtigsten Ämter der DDR zu einer gewaltigen Machtfülle. Unmittelbar nach Kriegsende half er der aus Moskau eingeflogenen Gruppe Ulbricht, die neu gegründete Freie Deutsche Jugend, auf einen kommunistischen Kurs sowjetischer Prägung zu trimmen. Fast nahtlos knüpfte er so an seine frühere Tätigkeit als Jugendfunktionär der KPD an. In der Nazizeit hatte er dafür mehr als ein Jahrzehnt im Zuchthaus büßen müssen. Mit taktischem Geschick überstand er die beiden großen Krisen der DDR, Volksaufstand und Mauerbau und alle Säuberungen der Partei loyal an der Seite Walter Ulbrichts. Der beförderte ihn dafür zum Kronprinzen und Vollstreckungsfunktionär. Als Ulbricht den Sowjets gegenüber zu eigenmächtig handelte, machte die SED auf Druck Leonid Brezhnevs Erich Honecker zu Nummer 1. Dafür musste sich die DDR wieder bedingungslos dem sowjetischen Führungsanspruch unterwerfen. Immerhin gelang es Honecker sehr bald, seinen Staat zur lang ersehnten internationalen Anerkennung zu verhelfen. Trotz einer scharfen ideologischen Abgrenzung zur Bundesrepublik konnten schließlich auch die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten erheblich verbessert werden. So wurde der Besuch Erich Honeckers in der Bundesrepublik im September 87 sogar zu einem Höhepunkt seiner politischen Laufbahn. Die außenpolitischen Erfolge aber konnten die inneren Probleme der DDR nicht mildern. Sie wurden natürlich vergeblich, vor allem mit administrativen oder sogar polizeilichen Mitteln bekämpft. Trotz bunter Jubelfeiern und Personenkult sank so Honeckers Stern in den letzten Jahren, weil er sich, wie einst sein Ziehvater Ulbricht, nicht reformfähig zeigte. Auch damit prägte er, wie kein anderer, seinen Staat. Ob der Wechsel von Honecker zu Krenz auch ein Wechsel in der Politik ist, lässt sich noch nicht erkennen. Die Erwartungen innerhalb und außerhalb der DDR sind nach den ersten Stellungnahmen eher zurückhaltend bis skeptisch. Die Malerin Bärbel Boley, Mitbegründerin des Neuen Forum, zeigte sich enttäuscht. Nach ihren Worten muss Krenz große Anstrengungen machen, um das Misstrauen in der Bevölkerung zu überwinden. Auch in Bonn betonten Sprecher von Regierung und Opposition, dass jetzt ein Wechsel von Personen nicht ausreiche und dass Reformen notwendig seien. Vorgewarnt oder nicht, die Bonner Regierung hatte zunächst andere Themen auf dem Programm. Deutsch-italienische Konsultationen in Bonn. Dort erreichte den Kanzler die Blitzmeldung der Nachrichtenagenturen um 14.20 Uhr. Eine knappe Stunde später nutzte Helmut Kohl die Pressekonferenz mit Italiens Andreotti zur ersten Einschätzung des DDR-Personenwechsels. Generalsekretär Krenz wird daran zu messen sein und daran gemessen werden, ehe nun gemeinsam mit der Führung der DDR den Weg frei macht zu den überfälligen Reformen oder ob es um eine bloße Verteidigung des Machtmonopols der SED geht. Wir hoffen im Interesse unserer Landsleute, dass der Reformprozess endlich auch in der DDR seine Chance bekommt. Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel erreichte die Nachricht auf dem Weg zum Bundestag. FDP-Chef Lambsdorff kam eigens von außerhalb nach Bonn zurück, um seine Bewertung abzugeben. Es ist nicht vergessen, dass Krenz die Maßnahmen der chinesischen Führung gegen die Studenten in Peking begrüßt, gutgeheißen und verteidigt hat. Aber ich glaube, man muss diesem Mann eine Chance geben. Und es gibt ja Beispiele dafür, dass Menschen auch lernen und in einer neuen Funktion zu besseren Einsichten kommen. Ein neuer Kopf an der Spitze der SED, das bedeutet noch keine neue Politik. Ich glaube, es ist weder Zeit für Vorschusslorbeeren noch für Vorschusskritik. Die FDP wartet jetzt ab, ob Egon Krenz die Freiheitsbestrebungen in der DDR ernst nimmt. Übereinstimmend zurückhaltend sind die ersten Bonner Stimmen zum Personalwechsel in der Ostberliner Führungsriege auch deshalb, weil keiner der Bonner Spitzenpolitiker den neuen ersten Mann der DDR bisher je getroffen hat. Mit einer Ausnahme, Oskar Lafontaine. Den SPD-Vize besuchte Egon Krenz im vergangenen Juni in Saarbrücken.
Einen ersten Hinweis auf den künftigen politischen Kurs des neuen SED-Generalsekretärs erwartete man am Abend von einer Rede im DDR-Fernsehen. Krenz begann seine Ansprache vor wenigen Minuten. Hier Ausschnitte. Wenn man mich fragt, was mich in dieser Stunde besonders bewegt, dann gibt es nur eine Antwort. Das ist der Gedanke an viel gemeinsame Arbeit. Miteinander zu reden und zu streiten ist wichtig. Sich gegenseitig zu verständigen ist notwendig. Miteinander zu arbeiten, unsere Perspektive zu planen und mit Vernunft zu regieren, aber bleibt das Entscheidende. Fest steht, wir haben in den vergangenen Monaten die gesellschaftliche Entwicklung in unserem Lande in ihrem Wesen nicht real genug eingeschätzt und nicht rechtzeitig die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Mit der heutigen Tagung werden wir eine Wende einleiten, werden wir vor allem die politische und ideologische Offensive wieder erlangen. Mehr zum Führungswechsel in Ost-Berlin in der Sendung Im Brennpunkt. Gleich im Anschluss an die Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Einen Tag nach der Entmachtung von Erich Honecker hat der neue SED-Chef Krenz heute das Gespräch mit Kirche und Arbeitern gesucht. Dabei bekräftigte er seine Absicht, in der DDR Dialog und Reformen einzuleiten. Zudem stellte er großzügige Reiseverbesserungen in Aussicht, wie der Vorsitzende des Evangelischen Kirchenbundes, Landesbischof Laich, am Abend bekannt gab. Nach dem Treffen mit dem neuen SED-Chef sagte Laich, er traue Krenz zu, den Unmut in der Bevölkerung zu besänftigen und zu einem gemeinsamen Dialog mit allen Kräften zu gelangen. Aus Ost-Berlin, Klaus Richter. Die Aktuelle Kamera berichtet, die neue Nummer 1 der SED, Egon Krenz, geht unters Volk, unter Berliner Arbeiter. Woran liegt das, dass bei euch welche weggegangen sind? Ich würde sagen, das ist eine Vielzahl von Dingen, die sich addiert haben, die zusammengekommen sind. Es ist jetzt nicht damit zu sagen, was weiß ich, weil wir nicht reisen können oder weil es schlecht einkaufen gibt. Das ist eine Vielzahl von Dingen, die sie angestaut hat. Dann bin ich auch der Meinung, dass da echte Fehler gemacht wurden, weil nicht darüber diskutiert wurde in den letzten Jahren oder Jahren. Bis vor 3 Wochen hat man ja kaum von Problemen gehört. Ja, und nun sind die Leute nicht ins Litzen gekommen. Na ja, dann solche Äußerungen im DDR-Fernsehen noch vor wenigen Wochen undenkbar. Die Gespräche seien sehr offen gewesen, heißt es, man habe nichts ausgespart. Mit dem Thema Fluchtwelle ist ein Tabu gefallen, ausgerechnet in der Aktuellen Kamera. Egon Krenz bittet die Arbeiter gar um Hilfe, um drängende Probleme zu lösen. Und der neue Parteichef hat gleich noch eine Überraschung bereit. Er trifft Vertreter der evangelischen Kirche. Offiziell wird mitgeteilt, es müsse zu einem neuen Kapitel der Zusammenarbeit kommen, um Veränderungen in der Gesellschaft zu fördern. Der erste Tag im Amt zeigt, so scheint es, einen gewandelten Egon Krenz. Dass ein SED-Generalsekretär unverzüglich das Gespräch mit der Kirche sucht, ist sehr ungewöhnlich. Krenz will offenbar Zeichen setzen, dass die Aufforderung zum Dialog ernst gemeint ist. Die SED-Kreisleitung in Potsdam hat sogar die Oppositionsbewegung Neues Forum zur Zusammenarbeit eingeladen. Sicher nicht gegen den Willen von Egon Krenz. Und so berichten DDR-Zeitungen über den Führungswechsel. In großer Aufmachung, aber ohne Kommentar. Es fehlt jede Würdigung von Erich Honecker. Man druckt nur seine Abschiedserklärung vor dem ZK. Der Mann, der 18 Jahre lang die DDR prägte, bekommt nicht gerade einen Abgang erster Klasse. Dabei hat der neue Mann an der Spitze die Stimmung in der Bevölkerung kaum verbessert. Nur seine Erklärung, es werde bald Reiseerleichterungen geben, haben die Menschen mit Genugtuung aufgenommen. Ansonsten heißt es, wir warten ab. Die Stimmung schwankt zwischen Skepsis und Enttäuschung. Was halten Sie denn von der Rede gestern Abend? Ja, das war dann ein Witz. Das war da für uns gar nichts. Warum nicht? Na, der spricht da nur von Macht und seine Partei da oben. Die bestimmen, wer da rankommt. Die sollen doch mal das Volk fragen, wer rankommen will. Ja? Bleibt so, wie das ist. Der ist auch noch härter als von ihm. Zu spät. Die SED hat den Zeitpunkt verpasst. Sie vor 25 Jahren hätten sie was machen müssen. Fünf Jahren hätten sie das erkennen können. Vor 25? Haben sie auch erkannt, bloß nicht im Acht. Sie wollen ja ihre Privilegien behalten. Das System bleibt so, wie das ist.
Der Ministerrat der DDR hat einen Tag nach dem Machtwechsel an der SED-Spitze erste Reformschritte eingeleitet. Innenminister Dickel wurde beauftragt, einen Gesetzentwurf über Reisen ins Ausland vorzulegen. Außerdem versprach der Ministerrat einen lebensnahen Arbeitsstil für den gesamten Staatsapparat. Parlamentspräsident Sindermann wiederum kündigte an, dass in der DDR-Volkskammer künftig mehr Diskussionen stattfinden sollen. Reformen soll es auch bei der Nationalen Volksarmee geben. Von Dezember an sind liberalere Freizeit- und Urlaubsregelungen geplant. Mutmaßungen, dass Erich Honecker auf Druck des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow entmachtet wurde, widersprach heute der Sprecher des Außenministeriums Gerassimow. Aus Moskau Gerd Ruge. Die Prawda war die einzige sowjetische Zeitung, die die Nachricht aus Ost-Berlin noch auf Seite 1 brachte. Wahrscheinlich war das Parteiorgan vorgewarnt. Da steht freilich nur Gorbatschows Grußbotschaft an den neuen Mann. Gorbatschow unterstellt darin ganz einfach, dass die neue Führung die Forderungen der Zeit verstehe und zusammen mit der gesamten Bevölkerung, also nicht nur der Arbeiterschaft, die so notwendigen Lösungen finden wird. Das ist natürlich eine deutliche Mahnung. Auf Seite 4 dann das Foto von Egon Krenz, sein Lebenslauf und die trockene Meldung über die ZK-Sitzung. Natürlich wussten die Moskauer Partei- und Regierungsstellen schon länger Bescheid. Aber mit Egon Krenz hatten sowjetische Deutschland-Experten noch vor 2 Wochen nicht gerechnet, als sie mit Gorbatschow nach Ost-Berlin kamen. Krenz sei nicht sehr gesund, werde wohl eher erster Sekretär in Leipzig, meinte damals einer. Auch heute empfinden sie Krenz nicht als unbedingten Perestroika-Typ. Ein smarter, aber nicht mehr junger Jungkommunistenfunktionär. So charakterisierte ihn heute ein sowjetischer Kollege, der sich in der DDR gut auskennt. Natürlich könne sich der Mann ändern, wenn er aus Honeckers Schatten trete, meint ein anderer. Jedenfalls wisse man nun, was passiert, wenn sich einer gegen Reformen sträubt und damit in eine Krise schlittert. In der sowjetischen Tagesschau Schlagzeile Nummer 1 natürlich der oberste Sowjet, dessen Debatten spannend geworden sind. Auf Platz 2 das Bild des neuen Mannes in Ost-Berlin. Und in den Berichten aus dem obersten Sowjet dann zufällig die Sitzung der Kommission, die ein sensationelles Gesetz ausarbeitet. Es sichert allen Sowjetbürgern das Recht auf freie Ausreise zu. Der Mensch ist doch nicht das Eigentum des Staates, sagt der stellvertretende Außenminister Adamyschin. Der Staat kann nicht willkürlich entscheiden, wer ausreisen darf. Man muss Bedingungen schaffen, unter denen die Menschen ihr Land nicht verlassen wollen. Das habe auch Gorbatschow gesagt. Wir brauchen einen Staat, aus dem keiner ausreisen will. Die Parteien in der Bundesrepublik sind skeptisch, ob mit der Ernennung von Egon Krenz zum neuen SED-Chef auch eine neue Politik verbunden sein wird. Enttäuscht hat vor allem die gestrige Fernsehansprache, in der Krenz zwar von einer Wende gesprochen, aber auch den Machtanspruch der SED für die Zukunft bekräftigt hatte. Nach übereinstimmender Einschätzung von Regierungskoalition und Opposition in Bonn kommt die SED jedoch nicht um grundsätzliche Erneuerungen herum. Mit einem nachdrücklichen Reformappell an die neue SED-Führung eröffnete Bundesaußenminister Genscher heute eine 3-tägige Ost-West-Konferenz in Frankfurt. Die Deutschen in der DDR stellen heute die Freiheitsfrage und sie fordern ihre Freiheitsrechte ein. Das ehrt die ganze unteilbare Nation. Der von der Führung der DDR angekündigte Dialog mit der Bevölkerung, mit den Kirchen, mit dem Neuen Forum, mit anderen Oppositionsgruppen muss nun auch tatsächlich geführt werden. Daraus müssen sich grundlegende Reformen ergeben. Die neue Führung in der DDR wird von den Menschen dort daran gemessen werden, wie entschlossen und konsequent sie den Weg von Dialog und Reformen beschreiten wird. Wir hier in der Bundesrepublik Deutschland wollen uns nicht einmischen in die inneren Angelegenheiten der DDR, aber wir wollen, dass sich die Menschen dort in die inneren Angelegenheiten des Staates, in dem sie leben, einmischen können. Wie sie von der neu gewonnenen Freiheit Gebrauch machen, ist ureigene Sache jedes Einzelnen. Keiner braucht dafür Ratschläge von außen. Freiheit muss niemand lernen. Auf den Flüchtlingsstrom hat sich Honeckers Ablösung bislang nicht ausgewirkt. Gestern kamen über Ungarn fast 2000 DDR-Bürger nach Bayern. Vorgestern waren es 1240 gewesen. Auch die Zahl der Ausreisewilligen, die sich in Warschau bei der Bonner Botschaft meldeten, ist weiter gestiegen. Es sollen jetzt mehr als 1750 sein, die in den Westen wollen. Heute Abend ist eine Chartermaschine mit 135 Personen von Warschau aus nach Düsseldorf abgeflogen. Guten Abend, meine Damen und Herren.
Die neue Führung in Ost-Berlin hat früheren DDR-Bürgern die Rückkehr angeboten. Der Sprecher des Außenministeriums Meyer sagte soeben im Fernsehen, die DDR lasse sich von dem Grundsatz leiten, dass jeder Mensch in sein Heimatland zurückkehren könne. Allen, die zurückkehren wollten, werde man im Rahmen des Möglichen dabei behilflich sein, in ihrer angestammten Heimat wieder Fuß zu fassen. Meyer ging auch auf die Fluchtbewegung über die bundesdeutschen Botschaften in Osteuropa ein. Jeder Bürger der DDR hat das Recht, bei den dafür zuständigen Abteilungen Inneres einen Antrag auf ständige Ausreise zu stellen. Diese Anträge werden von den Abteilungen Inneres in großzügiger Weise entschieden. Deshalb sind Bestrebungen über BRD-Botschaften, die ständige Ausreise zu erreichen, nicht verständlich. Die Betreffenden sollten doch wissen, wenn bei ihnen schon nicht die Einsicht siegt, hier in der DDR ihr Zuhause zu sehen, dass mit einem solchen Schritt viele Probleme verbunden sind, die am bisherigen Heimatort vernünftig geregelt und gelöst werden können. Das Bemühen der neu formierten SED-Spitze um einen Dialog mit der Bevölkerung zeigte sich heute deutlich in den Zeitungen des Landes. Im Parteiblatt Neues Deutschland wurde eine Wende in der DDR-Politik angekündigt. Diese werde Schluss machen mit Schönfärberei und Selbstherrlichkeit. 4 Seiten waren der Kritik und den Anregungen von Bürgern gewidmet. In Greifswald hatte der Oberbürgermeister heute ein mehrstündiges Gespräch mit Bürgern der Stadt. Die Gesprächsteilnehmer, so die Nachrichtenagentur ADN, hätten sich besorgt geäußert über die in der DDR entstandene Situation. In einer Rostocker Kirche wurde gestern Abend ein offener Brief des Rates der Stadt verlesen mit einem Gesprächsangebot an kritische Bürger. An 3 Veranstaltungen der Reformgruppe Neues Forum in Kirchen in Zittau nahmen etwa 10.000 Menschen teil. Als erster Bonner Politiker nach dem Führungswechsel in Ost-Berlin ist heute der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Mischnick in die DDR gereist, und zwar nach Dresden. Am Beginn des DDR-Besuchs von Wolfgang Mischnick steht die Begegnung mit Hans Modrow, SED-Chef von Dresden. Der, seit langem als Neuerer bekannt, hatte kurz zuvor noch vor seiner Parteiorganisation einen tiefen Wandel gefordert, einen umfassenden Dialog, an dem besonders junge Menschen und Christen beteiligt sein sollten. Es sei keine Zeit zu vergeuden, die sowjetischen Erfahrungen müssten genutzt werden. Damit gab er sich erstmals klar als Anhänger Gorbatschows zu erkennen, nach der Ablösung Honeckers kommen die Reformer aus der Deckung. Seine Begeisterung indes für die neue Nummer 1 Egon Krenz hält sich offenbar in Grenzen. Was erwarten Sie von dem neuen Mann an der Spitze? Dass er mit uns so kameradschaftlich zusammenarbeitet, wie das auf der Tagung des Zentralkomitees auch bereits begonnen hat für die Zukunft. Und wir alle sind bereit, auch diese Zusammenarbeit mit ihm zu gestalten. Sie haben gestern vor Ihrer Parteiorganisation einen tiefen Wandel in der DDR-Gesellschaft gefordert. Glauben Sie, dass Egon Krenz der Richtige ist, um das zu bewerkstelligen? Ich denke, dass das Zentralkomitee eine Entscheidung getroffen hat, die uns Bedingungen für einen solchen Prozess schaffen kann. Und Egon Krenz ist der richtige Mann, Ihrer Meinung nach? Ein Zentralkomitee hat entschieden und das ist dann immer der richtige Mann. Anders kann es ja nicht sein. Aber er hat sich doch bislang nicht gerade als Reformer ausgezeichnet. Ich glaube, Sie sollten von vornherein davon ausgehen, dass die Rede, die Genosse Egon Krenz gehalten hat, vom Zentralkomitee eine Bestätigung hat. Und Egon Krenz hat sie uns vorgetragen und macht darin sichtbar, dass er in der Tat zu einem tiefgreifenden Wandel in unserem Lande entschlossen ist. Wie beurteilen Sie denn den Wandel in diesem Lande seit der Abwahl Erich Honeckers? Da kann man doch heute noch kein Urteil abgeben. Es sind Entwicklungen im Gange. Und ich muss sehen, wie diese Entwicklungen sich weiter fortbewegen, wie sich das umsetzt. Und man muss auch bereit sein zu sagen, so etwas muss reifen. Wir sind da manchmal in der Bundesrepublik etwas hektisch. Das war ich nie, das bin ich auch jetzt nicht. Ich freue mich auf das Gespräch. Der Bürgerrechtler Henrich von der Reformgruppe Neues Forum hat inzwischen als vordringlichen Schritt die Aufhebung der politischen Strafgesetze gefordert. Diese Gesetze, so sagte Henrich dem deutschen Depeschendienst, dienten ausschließlich der Unterdrückung oppositionellen Verhaltens. Berlins regierender Bürgermeister Momper hat heute vor der Presse in Bonn die SED aufgefordert, die oppositionellen Gruppen in der DDR anzuerkennen und mit ihnen Gespräche aufzunehmen.
Nicht politische Absicht, sondern die seit jeher festgelegte Reihenfolge wollte es so, dass Walter Momper heute zum Bundesratspräsidenten gewählt wurde. So fügt es sich, dass in Deutschland politisch bewegten Zeiten das protokollarisch zweithöchste Bonner Amt vom regierenden Bürgermeister Berlins bekleidet wird. Dass Momper hier eigene Akzente setzen will, machte er anschließend vor Journalisten deutlich. Mit wirtschaftlichen Verbesserungen und Reiseerleichterungen sei es in der DDR jedenfalls nicht getan. Herr Krenz und die SED werden nicht um die Auseinandersetzung um den Machtanspruch der SED im Staate herumkommen. Ich denke, dass das der Kern dessen ist, was die SED in den vorliegenden Tagen und Wochen diskutieren muss und wo sie sich zu verhalten muss. Der Westen hingegen dürfe nicht den Fehler machen, den Reformprozess in der DDR durch die Wiedervereinigungsdiskussion zu belasten. Ich kann mir sehr gut eine Mehrstaatlichkeit der Staaten deutscher Zunge vorstellen. Und ich denke, dass das auch einen Wettbewerb der Sprachen deutscher Zunge geben könnte, der interessant wäre und der eine Bereicherung für Europa wäre. Wir sollen uns davor hüten, unseren Blick auf die deutsche, auf die nationale Parzelle zu verengen. Dazu gehöre auch der DDR, westliche Wertvorstellungen nicht aufzudrängen. Dies stünde im Widerspruch zur Selbstbestimmung. Und die erfordere vor allem neue Spielräume für die kritischen und oppositionellen Gruppen in der DDR. Sobald wie möglich will Momper den neuen SED-Chef Krenz besuchen, den er in einem Punkt enttäuschen wird. Die Anerkennung der DDR-Staatsbürgerschaft lehnt Momper ab. Sie sei nutzlos für den Reformprozess. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzler Kohl hat heute zur Verständigung und dauerhaften Aussöhnung mit Polen aufgerufen. Er sieht darin einen Auftrag von europäischer Dimension, der sich nur noch mit der deutsch-französischen Aussöhnung vergleichen ließe. Der Kanzler äußerte sich in Bonn bei einer Gedenkstunde zum 40-jährigen Bestehen des Bundes der Vertriebenen. Ausführlich legte Kohl, der am 9. November nach Warschau fliegt, dabei auch seine Haltung zur polnischen Westgrenze dar. Ein Bericht von Renate Bütow. Bundeskanzler Helmut Kohl erhielt freundlichen Applaus, als er mit Herbert Szajer in der Bonner Beethovenhalle eintraf. Knapp aus, als er mit seiner Polenreise würdigte der Kanzler die Verdienste des Bundes der Vertriebenen, unterstrich aber auch, dass in der Frage der polnischen Westgrenze keine Rechtsposition verändert werde. Es bleibt bei den stets vorgetragenen und unbestreitbaren staats- und völkerrechtlichen Grundlagen unserer Deutschland- und Ostpolitik. Dazu gehört Pacta sunt servanda, natürlich auch das Festhalten am Warschauer Vertrag, aber, meine Damen und Herren, am Warschauer Vertrag in allen seinen Teilen. Ich lege Wert auf diese Feststellung. Ein sehr klares Wort zur Grenzfrage hatte der Kanzler für diese Veranstaltung angekündigt. Tatsächlich blieb er aber auch hier bei der Wiederholung seiner durchaus bekannten Ja-Aber-Formel. Das ist zum einen die Bestätigung der Gültigkeit des Warschauer Vertrages mit der gleichzeitigen Einschränkung, dass nichts endgültig geregelt werden könne, solange ein Friedensvertrag fehlt. Kohl forderte Unterstützung für den Wandel in Osteuropa. Ein Scheitern der Reformen in Polen und Ungarn würde auch die Chance für einen Wandel in der DDR verringern. Er erneuerte sein Angebot, mit der DDR umfassend zusammenzuarbeiten, unter der Voraussetzung, dass es dort zu tiefgreifenden Reformen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft komme. Die Landsleute in der DDR, so der Kanzler, würden keine Vormünder brauchen. Zu den ersten größeren Demonstrationen in der DDR nach dem Wechsel an der SED-Spitze ist es gestern Abend in Dresden sowie heute Nachmittag in Ost-Berlin und, wie vor wenigen Minuten bekannt wurde, auch in Plauen gekommen. In Plauen gingen mehr als 30.000 Menschen mit der Forderung nach mehr Demokratie, freien Wahlen und nach Zulassung der Oppositionsgruppe Neues Forum auf die Straße. Hier in Ost-Berlin fassten sich mehrere tausend Menschen an den Händen und zogen vom Palast der Republik über den Alexanderplatz zum Polizeipräsidium in der Keibelstraße. Sie protestierten gegen gewaltsame und brutale Übergriffe von Polizei und Staatssicherheitsdienst bei den Protestkundgebungen am 7. und 8. Oktober. Der Schweigemarsch verlief friedlich. Auf der Straße unter den Linden stellte sich SED-Politbüromitglied Schabowski der Kritik der Demonstranten. Ich finde das sehr schön, dass Sie hier Rede und Antwort stehen und dass Sie Schlimmes verhüten wollen. Aber wenn sich bei den Reisesachen da nichts tut oder wenig oder wieder man denkt, das ist wieder eine Falle, und dann können Sie es auch nicht verhindern, Herr Schabowski. Wir werden damit leben müssen eine Zeit lang, dass alles, was wir machen jetzt, als eine Falle verstanden wird, obwohl es keine ist. Reisefrage ist eine Frage von höchster Priorität.
Deshalb die Ausarbeitung, deshalb schon Anfang der nächsten Woche darüber Erörterung und Debatte in den Gremien, die also darüber befinden müssen und auch die entsprechenden Dinge an die Öffentlichkeit tragen müssen. Mehr will ich jetzt dazu nicht sagen. Auch in Dresden hatte es gestern Abend keinerlei Zwischenfälle gegeben. Mehrere 10.000 Menschen demonstrierten hier für Reformen und demokratische Erneuerung. Viele von ihnen trugen Kerzen, die sie am Rathaus und an einem Revier der Volkspolizei abstellten. Dem Schweigemarsch, der sich nach einer Friedensandacht in der Kreuzkirche formiert hatte, schlossen sich immer mehr Menschen an. Augenzeugen schätzten die Menge zeitweise auf 50.000. Die amtliche Nachrichtenagentur ADN sprach in einer kurzen Meldung von 20.000 Teilnehmern. Die Polizei hatte sich darauf beschränkt, den Verkehr zu regeln. Der neue SED-Chef Krenz wird demnächst nach Moskau reisen. In einem Telefongespräch hat der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow ihn dazu heute eingeladen. Nach Ostberliner Angaben will Krenz in Moskau über die politischen Vorhaben der SED berichten und sich über die Reformen in der Sowjetunion informieren. Die Beziehungen zwischen SED und KPDSU seien fest und unzerstörbar und ein entscheidendes Fundament für die weitere Entwicklung des Sozialismus, habe Krenz versichert. Die Zahl der DDR-Flüchtlinge, die über die ungarisch-österreichische Grenze in die Bundesrepublik kommen, ist auch 3 Tage nach dem Führungswechsel in der DDR unverändert hoch. Von Freitag früh bis heute früh wurden in Bayern 1.277 DDR-Bürger registriert. Die Rotkreuzstation in Nickelsdorf an der ungarischen Grenze heute Nachmittag. Das gleiche Bild seit nunmehr fast 6 Wochen. Seit dem Vorabend sind bereits wieder mehr als 700 Flüchtlinge registriert worden. Die Wachablösung in Ostberlin hat die Neuankömmlinge unbeeindruckt gelassen. Der Wechsel von Honecker zu Krenz hat an Ihrem Entschluss nichts ändern können? Nein. Nein, ich kann das nicht glauben, was er da sagt. Und er hat ja auch noch nichts Konkretes gesagt. Das ist alles das, was die anderen auch gesagt haben. Und das glaube ich nicht, dass da was rauskommt, dass der was ändert. Haben Sie bloß eine Maske gewechselt, weiter nichts? Ja, ich sehe da noch kein großes Licht. Sind Sie in Ihrem Familien- und Freundeskreis auch auf eine Reaktion gestoßen? Ihr lasst uns jetzt, wenn er rübergeht, ein bisschen im Stich? Ja, ich habe so das Gefühl, dass ich habe auch mit unserem Pfarrer gesprochen in der Gemeinde und ja, der ist natürlich nicht sehr erbarmt, wenn die Leute alle in die Bundesrepublik flüchten. Gerade aus dem Problem eben, weil eben die meisten Leute, die was ändern wollen, die Flucht ergreifen und das ist natürlich für die DDR-Bürger selbst. Ja, die sehen das so als eigentlich eine Flucht vor dem Problem in der DDR. Wenn alle, die was ändern könnten, weggehen aus der DDR, wer soll dann dort was ändern? Ja, das stimmt. Aber man muss auch an sich denken, an die Kinder denken. Und in erster Linie an unsere Tochter. Was soll das denn noch? Wir haben zu Schwierigkeiten gehabt, eine Wohnung zu kriegen. Und was soll das erst werden mit ihr? Habt ihr auch ein bisschen Angst, dass sozusagen die Aufnahmebereitschaft in der Bundesrepublik nachlassen könnte? Ja, habe ich auch. Der DDR-Gewerkschaftsbund FDGB denkt über einen neuen Kurs nach. Sein Vorsitzender Tisch, der auch Politbüro-Mitglied ist, sprach sich für mehr Eigenständigkeit aus. Gegenüber Funktionären in einem Ostberliner Großbetrieb erklärte er laut Nachrichtenagentur ADN, er halte nichts von einer schematischen Zusammenarbeit von Gewerkschaft, Betriebsleitung und Partei. Besser sei es, die Gewerkschaft fände und vertrete konsequent ihre eigene Position. Im Zuge der Reformbestrebungen formiert sich in der DDR eine neue politische Gruppe. Sie nennt sich Vereinigte Linke. Das Programm soll Ende November in Ostberlin vorgestellt werden. Die Gruppe versteht sich, wie die Initiatoren der Deutsche Presseagentur mitteilten, als Opposition zum Obrigkeitsstaat, nicht aber als Opposition zur Idee des Sozialismus. Mitglieder sind unter anderem Mitarbeiter der Ostberliner Umweltbibliothek sowie der Vereinigung Kirche von unten. Die SPD, die neu gegründete Sozialdemokratische Partei in der DDR, will bei den nächsten Wahlen mit eigenen Kandidaten antreten. Dies kündigte das Gründungsmitglied Reiche heute in der ARD-Sendung Presseclub an. Ferner wollte die SPD die Mitgliedschaft in der Sozialistischen Internationale beantragen, zunächst nur als Beobachter. Im Leipziger Gewandhaus haben heute mehr als 600 Menschen an einer Diskussion zwischen SED-Politikern und Bürgern teilgenommen. Dabei wurden, wie es hieß, aktuelle Probleme der DDR erörtert. Hier Bilder der DDR-Nachrichtensendung Aktuelle Kamera, die ausführlich über das Ereignis informierte. Künftig sollen jeden Sonntag ähnliche Veranstaltungen stattfinden. Eingeladen hatte unter anderem auch der Kapellmeister des Gewandhausorchesters, Kurt Masur. Mr. Wolf hat einmal die Frage gestellt, wenn wir immer wieder uns gegenseitig bestätigen,
was wir alles geschaffen haben, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, was ist aus den Menschen dabei geworden? Und ich glaube, die Frage müssen wir heute beantworten. Und wohin wollen wir gemeinsam? Die Frage müssen wir auch beantworten. Der entmachtete Partei- und Staatschef Honecker ist zum ersten Mal von einer sowjetischen Zeitung heftig kritisiert worden. Das Gewerkschaftsblatt Trut schreibt in seiner heutigen Ausgabe, um Honecker sei Personenkult getrieben worden. Die DDR-Führung habe eine Mauer ohne Fenster und Türen errichtet. In der DDR hätten sich in den vergangenen Jahren viele Probleme angehäuft, aber nicht in den Medien niedergeschlagen. Als Folge hätten Zehntausende, zumeist junger Menschen, das Land verlassen. Trotz der Veränderungen in der DDR ist die Zahl der Flüchtlinge weiterhin hoch. In den letzten 24 Stunden waren es 1.350, die über Ungarn und Österreich in die Bundesrepublik kamen. Der Bundesgrenzschutz rechnet mit einem Rückgang der Zahlen von Montag an, weil am Wochenende die Herbstferien in der DDR enden. Aus Unzufriedenheit mit dem DDR-Gewerkschaftsbund FDGB haben Arbeiter des Ostberliner Reglerwerkes Wilhelm Pieck eine eigene Interessenvertretung gegründet. Sie nennt sich Unabhängige Betriebsgewerkschaft Reform. In einem heute in West-Berlin bekannt gewordenen Aufruf werden die 6.000 Betriebsangehörigen aufgefordert, der Vereinigung beizutreten. Dem offiziellen Gewerkschaftsbund wird vorgeworfen, die Interessen der SED und nicht die der Arbeiter zu vertreten. Eine der zentralen Forderungen ist die Einführung des allgemeinen Streikrechts. Unterdessen gehen in der DDR die Demonstrationen weiter. Am Vorabend der mit Spannung erwarteten Sitzung der Volkskammer, auf der SED-Chef Krenz zum Nachfolger Honeckers als Staatsratsvorsitzender gewählt werden soll, wurde erneut der Ruf nach durchgreifenden Reformen laut. In Ost-Berlin gaben Oppositionelle heute eine Pressekonferenz. Über brutale Polizeigewalt gegen Demonstranten nach den Feiern zum DDR-Gründungstag am 7. Oktober berichteten heute Betroffene und Augenzeugen in der evangelischen Fendtfuhlkirche in Ost-Berlin. Politische und kirchliche Gruppen hatten erstmals zu einer internationalen Pressekonferenz geladen. Das ging dann in die Emanuel-Kirch-Straße, wo wir auch erleben mussten, dass Leute geschlagen wurden. Dort mussten wir mit dem Gesicht zur Wand stehen. Von schwerem Missbrauch staatlicher Macht sprach der Ostberliner Stadtjugendpfarrer auf der Veranstaltung. 100 Seiten Gedächtnisprotokolle wurden schriftlich vorgelegt. Die Veranstalter forderten eine rückhaltlose Aufklärung und Veröffentlichung sowie Wiedergutmachung und viertens die strafrechtlichen und politischen Konsequenzen, angefangen bei den Sicherheitskräften bis ins Politbüro. Anwesend auch. Mein Name ist Voss, bin der erste Stellvertreter des Generalstaatsanwalts von Berlin. Staatsanwalt Voss versicherte, dass alle Anzeigen und Sachverhalte umfassend geprüft würden. Über die laufenden Ermittlungen könne er noch nichts mitteilen. Doch wenn Ergebnisse vorlägen, würde die Öffentlichkeit informiert. Inwieweit die Staatsanwaltschaft aktiv werden kann, muss sich zeigen. Denn für die Ausschreitungen ist auf der heutigen Pressekonferenz unter anderem Egon Krenz verantwortlich gemacht worden, am 7. Oktober im ZK zuständig für die Sicherheit. Und Krenz soll morgen in der Volkskammer zum neuen Staatsratsvorsitzenden gewählt werden. In Leipzig demonstrierten am Abend wieder mehr als 100.000 Bürger für Reformen und Demokratie. Nach den traditionellen Fürbittgottesdiensten, erstmals auch in einer katholischen Kirche, zogen die Demonstranten durch die Innenstadt. Sie kritisierten die geplante Wahl von SED-Chef Krenz zum Staatschef und warnten vor Macht- und Ämterhäufung. Auf Plakaten war zu lesen: Freie Wahlen, sinnvoller Zivildienst, die führende Rolle dem Volk. Diese Bilder zeigte vor einer halben Stunde auch die Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens Die Aktuelle Kamera. Die DDR-Flüchtlinge in der bundesdeutschen Botschaft in Prag dürfen ausreisen. Wie das tschechoslowakische Außenministerium heute mitteilte, hat sich Ost-Berlin zu einer Lösung bereit gefunden, wie sie seit Tagen schon in Warschau praktiziert wird. Das heißt, die DDR-Flüchtlinge müssen sich in ihrer Mission Ausbürgerungspapiere ausstellen lassen. Nähere Einzelheiten, wie zum Beispiel ein Zeitplan, sind noch nicht bekannt. In der bundesdeutschen Botschaft in Prag halten sich derzeit zwischen 70 und 100 Zufluchtsuchende auf. In Warschau sind es etwa 2000. Am Abend sind wieder etwa 150 mit einer Sondermaschine nach Düsseldorf ausgeflogen worden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der neue SED-Chef Krenz ist nun auch Staatsoberhaupt der DDR. Die Volkskammer in Ost-Berlin wählte ihn heute außerdem zum Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates und damit zum obersten Befehlshaber der Streitkräfte.
Damit hat Egon Krenz nur 6 Tage nach dem Sturz von Erich Honecker all dessen Ämter übernommen. Gegen diese Machtfülle hatten bereits gestern Abend in vielen Städten der DDR Hunderttausende demonstriert. Gegen die Wahl von Egon Krenz zum Staatsratsvorsitzenden protestierten heute Abend in Ost-Berlin Tausende von Bürgern. Auf Transparenten brachten sie ihr Missfallen zum Ausdruck, diskutierten in Gruppen. Sie forderten freie Wahlen sowie Presse- und Meinungsfreiheit. Am Alexanderplatz setzte sich ein Demonstrationszug in Richtung Staatsratsgebäude, dem Amtssitz von Krenz, in Marsch. Egon allein darf nicht sein! Egon allein darf nicht sein! Die Abwahl Honeckers heute Vormittag in der Volkskammer geschah einstimmig. Bei der Wahl von Egon Krenz zu seinem Nachfolger stellte Volkskammerpräsident Sindermann eine Neuerung fest. Nein, Stimmen. Ich zähle 22. Zählt ihr was anderes? 26. Ich wollte das Ergebnis nicht verfälschen. Also 26 Gegenstimmen. Wir stellen also fest, dass Egon Krenz ist mit großer Stimmenmehrheit zum Vorsitzenden des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik gewählt worden. Vielleicht wäre diese Mehrheit nicht so klar ausgefallen, wenn die Abstimmung geheim gewesen wäre. Gerüchte über einen Gegenkandidaten waren jedoch eine halbe Stunde vor der Wahl verstummt. Denn da lag die Rede des erst noch zu Wählenden schon schriftlich vor. Der Autor, Egon Krenz. Zu seinem Staatsverständnis sagte er: Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern. Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei. An die Adresse derjenigen, die dieses System nicht wollen, appellierte Krenz dann in versöhnlichem Ton. Unsere Heimat, Ihre Freunde, Ihre Kollegen, wir alle brauchen Sie. Jeder, der uns verlässt, ist einer zu viel. Die Opposition drückte grundsätzliche Ablehnung gegen Krenz aus. Zunächst die Wahl Egon Krenz zum Generalsekretär der SED ist Sache dieser Partei. Sie zeugt jedoch von einem hohen Realitätsverlust wenn sie einen solchen Mann an ihre Spitze stellt. Denn gerade auch durch ihn hat die Partei jeden Kredit verloren. Die Wahl zum Staatsratsvorsitzenden ist ein Schlag ins Gesicht der Bevölkerung. Ausgerechnet derjenige, der für den Wahlbetrug verantwortlich ist, der das Massaker in China gegenüber der demokratischen Bewegung begrüßt hat und der vermutlich als zuständiges Mitglied des Politbüros für innere Sicherheit für den Terror am 7. und 8. Oktober verantwortlich ist, soll zukünftiges Staatsoberhaupt sein. Das Zentralkomitee der SED ist, wie soeben bekannt wurde, für den 8. bis 10. November einberufen worden. Das Politbüro der Partei befasste sich heute auch mit dem geplanten Reisegesetz, nachdem jeder DDR-Bürger das Recht bekommen soll, einen Reisepass zu erwerben, um mit einem Visum in alle Staaten fahren zu können. Die DDR-Führung hat jetzt erstmals Übergriffe von Sicherheitsorganen bei den Demonstrationen am 7. und 8. Oktober zugegeben. Der Staatsrat befasste sich am Nachmittag unter Leitung seines neuen Vorsitzenden Krenz mit einem Bericht zweier Volkskammerausschüsse, in dem, so wörtlich, Befugnisüberschreitungen und nicht rechtmäßige Handlungen eingestanden werden. Hochrangige Polizeioffiziere hätten sich bei den Betroffenen entschuldigt. 4 Ermittlungsverfahren seien bislang eingeleitet worden, 83 Anzeigen und Mitteilungen würden derzeit geprüft. Der evangelische Bischof von Berlin-Brandenburg, Forck, hat die SED aufgefordert, nicht länger auf ihrem Führungsanspruch in allen Bereichen der Gesellschaft zu beharren. Gegenüber dem ARD-Fernsehmagazin Monitor verlangte Forck von der SED, sich dem Risiko auszusetzen, in manchen Positionen abgewählt zu werden und anderen Platz zu machen. Außerdem sollte sich die neue Regierung für den, wie Forck sagte, Betrug bei den Kommunalwahlen am 7. Mai entschuldigen. Zu einem gut vorbereiteten Treffen mit Staats- und Parteichef Krenz hat sich heute Bundeskanzler Kohl bereit erklärt. Vor Journalisten in Bonn kündigte er zudem ein baldiges Telefonat mit dem Nachfolger von Erich Honecker an. Kohl sprach sich ferner dafür aus, dass beide deutsche Regierungen bald wieder durch Sonderbeauftragte Kontakt aufnehmen. Ebenso wie der Kanzler hat auch Bundespräsident von Weizsäcker Egon Krenz zur Wahl zum DDR-Staatsoberhaupt gratuliert. Weizsäcker äußerte zugleich die Hoffnung auf eine weitere gute Entwicklung der Beziehungen zwischen Bonn und Ost-Berlin.
Dies sei im Interesse der Menschen, die hohe Erwartungen auf Erneuerung und auf Zusammenarbeit setzten. Als erster westlicher Politiker hatte der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Mischnick, heute in Ost-Berlin ein Gespräch mit dem neu gewählten Staatsratsvorsitzenden Krenz. Danach sagte Krenz, die SED wolle einen Dialog mit all den Bürgern, die auf dem Boden der sozialistischen Verfassung stünden. Das angekündigte neue Reisegesetz stellte er noch für dieses Jahr in Aussicht. Krenz äußerte die Hoffnung auf ein baldiges Telefongespräch mit Bundeskanzler Kohl. An dem Gespräch mit Mischnick nahm auch der Vorsitzende der Liberaldemokraten Gerlach teil. Ein Novum in Ost-Berlin. Der erste Mann der DDR stellte sich im Anschluss an die Begegnung den Fragen von Journalisten. Und ich glaube, wenn selbst bestimmte Blätter in Ihrem Lande schreiben, dass es heute angenehmer ist, die aktuelle Kamera zu sehen als die Tagesschau, dann meine ich, ist das schon ein ganz gutes Zeichen dafür, dass die Wende einen guten Anfang genommen hat. Locker ging's zu heute Morgen beim Staatsratsvorsitzenden in Ost-Berlin. Das Warten der Journalistin hatte sich gelohnt, denn nach über anderthalbstündigem Gespräch mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Mischnick und LDPD-Chef Gerlach zeigten sich die Herren geradezu auskunftsfreudig. Die Mauer, Reisepässe für DDR-Bürger, deutsch-deutsche Beziehungen, nichts blieb ausgespart. Und der viel zitierte Begriff der Wende spielte eine große Rolle. Ich kann das nachvollziehen, denn ich weiß sehr genau, was man unter Wende zu verstehen hat. Bedeutet Wende auch Hoffnung für die Opposition in der DDR? Wissen Sie, lassen Sie doch mal den Begriff oppositionell weg. Sagen wir, es gibt in der Deutschen Demokratischen Republik Bürger, die sich Gedanken machen, wie es in diesem Lande vorwärts geht. Und jeder Gedanke ist gefragt. Und beim Gedankenaustausch darüber ist niemand ausgegrenzt. Alle Bürger der DDR auf der Grundlage der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Egon Krenz bemüht sich ganz offensichtlich um Vertrauen, ringt um das Wohlwollen der Bevölkerung in der DDR. Aus seinen Worten sprach die Erkenntnis eines Mannes, der eingesehen hat, dass die Uhr 5:05 anzeigt. Das Dilemma für Krenz ist, dass offensichtlich große Teile der Bevölkerung den Zeiger bereits auf 5:05 stehen sehen. Etwa 200 Menschen sind am Abend von der Ostberliner Gethsemane-Kirche im Bezirk Prenzlauer Berg zu einem Schweigemarsch ins Stadtzentrum aufgebrochen. Die Demonstranten trugen brennende Kerzen in den Händen. Transparente oder Protestplakate waren zunächst nicht zu sehen. Die Volkspolizei stoppte den Zug zunächst, gab dann aber den Weg frei. Bilder von der gestrigen Demonstration in Ost-Berlin, präsentiert auf einer Pressekonferenz im Ost-Berliner Polizeipräsidium, gesendet in der DDR-Nachrichtensendung Aktuelle Kamera. Der Ost-Berliner Polizeipräsident Rausch erklärte vor Journalisten zwar die Dialogbereitschaft der Ordnungskräfte. Es werde aber gegen den militanten harten Kern vorgegangen, den er so charakterisierte. Sie lehnten Gesprächsangebote einfach ab. Sie wollten Protest, Konfrontation mit der Staatsmacht, besonders mit den Sicherheitsorganen, Verunsicherung und, das muss ich hier besonders betonen, Sie wollten zum Brandenburger Tor. Aber klar wird in diesem Gespräch auch, es könne künftig nicht mehr geduldet werden, dass solche Art Demonstrationen den Verkehr stundenlang lahmlegen. Ein zweites Mal, so die unmissverständliche Aussage, werde man dies nicht zulassen. Wir wollen Probleme klären mit politischen Mitteln, im Dialog, aber nicht auf der Straße. Die Auswirkungen sind deutlich gesagt. Was aber bleibt uns anders übrig, um am Ende Recht und Gesetz durchzuführen, wenn man dem nicht folgt? Also vermeiden wir das. Führen wir wirklich den Dialog? Das ist die Lösung. Wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen werden die rund 150 Botschaftsflüchtlinge in Prag in die Bundesrepublik ausreisen können. Nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur ADN wird ihnen die DDR-Botschaft in der tschechoslowakischen Hauptstadt entsprechende Papiere ausstellen. Die Ausreise soll offenbar per Omnibus nach Bayern erfolgen. Gut eine Woche nach dem Führungswechsel in der DDR haben Bundeskanzler Kohl und DDR-Staats- und Parteichef Krenz persönlichen Kontakt aufgenommen. Sie führten heute ein 20-minütiges Telefongespräch. In Bonn hieß es im Anschluss daran, Kanzleramtsminister Seiters werde wahrscheinlich noch vor Weihnachten zu Gesprächen nach Ost-Berlin fahren. Ein Zeitpunkt für ein Treffen von Kohl und Krenz sei aber noch nicht ins Auge gefasst.
Die DDR-Führung versucht zunehmend, die Reformdiskussion von der Straße wegzubekommen. In den Zeitungen wurde heute vor Demonstrationen gewarnt, da sonst der begonnene Dialog gefährdet sei. Der Ostberliner Parteichef Schabowski, der auch Mitglied des SED-Politbüros ist, sprach mehr als 2 Stunden lang mit 2 Vertretern der Oppositionsgruppe Neues Forum, mit dem Molekularbiologen Professor Jens Reich und dem Physiker Sebastian Pflugbeil. Der von der SED-Führung versprochene Dialog mit den Bürgern hat begonnen. In Rostock kamen 4.000 in die Sporthalle, um mit den Stadtverordneten Wohnungs- und Versorgungsprobleme zu diskutieren, und das Fernsehen berichtete darüber. Jeder sollte seine Meinung offen sagen, massive Kritik wurde laut, selbst in den kurzen Ausschnitten des DDR-Fernsehens wurde deutlich, die Zeit der Geduld ist vorbei, man könne nicht mehr nur reden, es müsse endlich gehandelt werden, war zu hören. In Dresden gab es neben dieser zentralen Diskussionsveranstaltung in Anwesenheit von Oberbürgermeister Berghofer und dem SED-Bezirkschef Modrow, die beide als Reformer gelten, über 200 weitere Dialogforen. Hier kam man zur Sache. In aller Schärfe wurden die Manipulationen bei den letzten Kommunalwahlen und die Übergriffe der Polizei bei den Demonstrationen verurteilt. Trotzdem, der Dialog soll weitergehen. Die Bürger erwarten Antworten. Vielen geht dieser Prozess zu langsam. Es ist Ungeduld und Unzufriedenheit. Und leider haben auch Demonstrationen noch nicht ein Ende gefunden. Wir stellen uns dieser Tatsache, aber wir halten sie nicht für die geeignete Form, um zu substanziellen Fragen zu kommen, um zu Inhalten zu kommen, zur tatsächlichen Lösung. Die neue Strategie der SED-Führung zeichnet sich deutlich ab. Die Demonstrationen auf der Straße müssen aufhören. Die Äußerungen des Unmuts und der Unzufriedenheit sollen in Kanäle geleitet werden, die die Partei kontrollieren kann. Dazu werden einerseits Zugeständnisse gemacht, auf der anderen Seite gibt es unverhüllte Drohungen. Wir brauchen den Dialog, nicht Unruhe und Gebrüll, warnt heute das neue Deutschland. Kritik an der Rechtsordnung in der DDR haben die Anwälte des Landes geübt. Die Nachrichtenagentur ADN verbreitete heute eine entsprechende Erklärung des Vorstandes der Rechtsanwaltskollegien. Die Situation der Rechtspflege, so heißt es darin, sei sehr ernst. Bei den Bürgerrechten gäbe es Mängel, die Unabhängigkeit der Richter sei in Einzelfällen verletzt worden. Beim Strafrecht müssten besonders die Kapitel Staatsverbrechen und Straftaten gegen die staatliche Ordnung überarbeitet werden. Die Anwälte schlagen vor, die Befugnisse der Polizei klarer zu formulieren. Die deutsche Lufthansa und die DDR-Gesellschaft Interflug können für weitere 3 Monate die Strecke Frankfurt-Leipzig bzw. Leipzig-Düsseldorf fliegen. Regierungssprecher Klein sagte heute in Bonn, die Bundesregierung werde beiden Gesellschaften die Fortsetzung dieses ersten innerdeutschen Flugverkehrs bis zum 1. Februar 1990 genehmigen. Die Entscheidung sei mit den 3 Westalliierten erörtert worden. Der IG Metall-Vorsitzende Steinkühler hat an die DDR-Gewerkschaften appelliert, sich aus der Umklammerung von Staat und Partei zu lösen. Sie sollten sich zum Streikrecht bekennen und die nach Reformen strebenden Kräfte in ihrem Land unterstützen. Steinkühler. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die DDR hat eine Amnestie für Flüchtlinge und Demonstranten erlassen. Und sie wird, wie am Abend mitgeteilt wurde, den Reiseverkehr in die Tschechoslowakei wieder normalisieren. Die Amnestie gilt für Personen, die sich vor dem heutigen Freitag wegen ungesetzlichen Grenzübertritts oder wegen eines Fluchtversuches strafbar gemacht hätten. Nach westlichen Schätzungen kommen dadurch etwa 2000 Untersuchungshäftlinge und Strafgefangene frei. Aus Ostberlin, Horst Hanow. Hier im Staatsrat der DDR fiel heute Morgen die Entscheidung. Bis Ende November sollen alle Inhaftierten, die wegen versuchter Republikflucht oder wegen Teilnahme an Demonstrationen verurteilt wurden, freigelassen werden. Ausgenommen diejenigen, denen Gewalttätigkeiten vorgeworfen werden. Diese Amnestie ist zweifellos ein Ausdruck dessen, dass wir die Gleichheit vor dem Gesetz wiederherstellen wollen. Und insofern, so meine ich, ein rechtlich bedeutsamer Beitrag auch zu dem Dialog, der sich entwickelt. Zu 2 Jahren Freiheitsstrafe wurden bisher DDR-Bürger verurteilt, die bei dem Versuch, die Republik zu verlassen, erwischt und festgenommen wurden. Damit waren sie vorbestraft, auf Lebenszeit verdächtig, war ihnen die Zukunft verbaut. Und das alles auch noch in der jüngsten Zeit, da Tausenden, die sich illegal in die Botschaften geflüchtet hatten, legal die Ausreise in die Bundesrepublik von der DDR-Führung gestattet wurde. Gegen diese Ungleichheit vor dem Gesetz hatte vor 2 Wochen der prominente Rechtsanwalt und Vertraute Honeckers, Wolfgang Vogel, energisch protestiert. Und er hatte die Freilassung aller Inhaftierten, auch der wegen Teilnahme an Demonstrationen Verurteilten, gefordert.
Freiheit für die Inhaftierten wird seit Wochen bei den Mahnwachen in den Kirchen gefordert, aus denen sich die großen Demonstrationen der letzten Zeit entwickelt hatten. Jetzt hat die Staatsführung nachgegeben. Die Häftlinge werden freigelassen und, so heißt es wörtlich, gleichberechtigt in den Arbeitsprozess eingegliedert. Diese Amnestie gilt auch für alle Flüchtlinge, egal auf welchem Weg sie ihr Land verlassen haben. Bei Rückkehr oder Besuchen in der DDR sollen sie nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Von der Opposition in der DDR wurde die Amnestie positiv aufgenommen. Die Mitbegründerin der Reformgruppe Neues Forum Boley sprach von einem ersten Zeichen, auf das man lange gewartet habe. Die Amnestie sei ein wirklich erster Schritt und ganz wichtig. Auch in Bonn wurde die Entscheidung des DDR-Staatsrates einmütig begrüßt. Für die Bundesregierung appellierte Kanzleramtsminister Seiters zugleich an die Ostberliner Führung, auf dem Wege der Achtung der Menschen- und Bürgerrechte weiterzugehen. Der Berliner Senat forderte die DDR auf, nun auch allen Ausgewiesenen und Ausgebürgerten die Einreise zu erlauben. Ohne diese Konsequenz wäre die Amnestie unvollständig, sagte Senatssprecher Kohlhoff. Die neu gegründete Sozialdemokratische Partei der DDR hat die ausreisewilligen Bürger aufgefordert, nicht wegzugehen. Wir sagen Ihnen, bleibt da, es lohnt sich doch, erklärte Vorstandsmitglied Reiche heute vor der Bundespressekonferenz in Bonn. Nach seinen Informationen haben etwa 740.000 Bürger in der DDR einen Ausreiseantrag gestellt. Die DDR-CDU hat jetzt ein umfangreiches Grundsatzpapier vorgelegt, in dem grundlegende Veränderungen im öffentlichen Leben verlangt werden. Moralisch-ethische Werte müssten oben anstehen. Notwendig seien lebendige Demokratie, strikte Rechtsstaatlichkeit und wirklichkeitsgetreue Medien. Mit der Forderung nach grundsätzlichen Reformen in der DDR meldeten sich heute auch Künstler, Schriftsteller und Journalisten zu Wort. So sprach sich die Akademie der Künste auf einer außerordentlichen Vollversammlung für eine so wörtlich Erneuerung der DDR an Haupt- und Gliedern aus. Redakteure der amtlichen Nachrichtenagentur ADN kündigten an, die Berichterstattung ändern und den landesweiten gesellschaftlichen Dialog darstellen zu wollen. 9 Präsidiumsmitglieder des PEN-Zentrums der DDR, unter ihnen der Schriftsteller Hermlin, plädierten für einen Umbau des Staates und für Gewaltenteilung. Der Präsident der Vereinigung Kamnitzer legt aus Protest gegen diese Erklärung sein Amt nieder. Nach einer Entscheidung des DDR-Ministerrates werden die drastischen Einschränkungen bei Reisen in die CSSR vom 1. November an aufgehoben. Dann können alle DDR-Bürger wieder mit ihrem Personalausweis ins Nachbarland reisen. Die Regierung in Ost-Berlin hatte am 3. Oktober nach der Massenflucht in die bundesdeutsche Botschaft in Prag die Visumpflicht eingeführt. Zusätzlich wies das Innenministerium in Ost-Berlin am Abend darauf hin, dass alle DDR-Bürger, die weiterhin das Land verlassen möchten, einen Ausreiseantrag bei den Abteilungen für innere Angelegenheiten stellen könnten. Diese Anträge würden kurzfristig entschieden. 2 Busse mit DDR-Bürgern haben heute Mittag den tschechoslowakisch-bayerischen Grenzübergang Waidhaus passiert. Die 141 waren die vorletzte Gruppe der Ausreisewilligen, die sich in die Bonner Botschaft nach Prag geflüchtet hatten. Nach wochenlangem Warten hatten sie gestern in der diplomatischen Vertretung der DDR in der Tschechoslowakei ihre Ausreisepapiere bekommen. Ich habe 14 Tage gewartet auf den Tag und es ist einfach herrlich. Langs zu, ihr seid bei uns herzlich willkommen. Die beiden Busse fuhren sofort weiter nach Weiden, wo die Flüchtlinge in einer Bundeswehrkaserne untergebracht werden. Die Regierungschefs der 11 Bundesländer haben heute an die DDR-Führung appelliert, den Reformprozess weiter voranzubringen. Die Verhältnisse müssten sich so ändern, dass sich die Menschen in ihrer Heimat wohlfühlten. Als heute Mittag Ministerpräsident Rau das Ergebnis der 2-tägigen Beratung bekannt gab, da hatten die Länderchefs mehr als 2 Stunden über die politische Entwicklung in Osteuropa und in der DDR beraten, die zunehmend auch die Politik der Länder berührt. Ihre Erklärung hierzu wollten sie als Schwerpunkt der Konferenz verstanden wissen. Sie wurde einstimmig von ihnen verabschiedet. Sie rufen die Führung der DDR auf, im Dialog mit allen politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Gruppen die drängenden Wünsche der Menschen, insbesondere nach Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, Freiheit der politischen und gewerkschaftlichen Betätigung, Reisefreiheit und dem Schutz vor staatlicher Willkür zu erörtern und gemeinsam mit ihnen entsprechende Reformen zu erarbeiten.
Die Länder wollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Reformprozess fördern und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten überwinden helfen. Konkrete Forderungen stellten die Ministerpräsidenten bei der Lösung des Aussiedlerproblems an die Bundesregierung. 2/3 der Kosten, die jetzt zusätzlich entstehen, müsse der Bund übernehmen. Die Länder seien bei den Milliardenbelastungen wie beim Wohnungsbau überfordert. In den DDR-Oppositionsgruppen gibt es Meinungsverschiedenheiten über die Führungsrolle der SED. Gegenüber der liberaldemokratischen Parteizeitung der Morgen meinte der Mitbegründer des neuen Forums Henrich, seine Bewegung wolle die führende Rolle der SED nicht in Frage stellen. Das Forum sei vielmehr eine politische Diskussionsplattform unterhalb der Parteien. Die Gruppe Demokratie Jetzt fordert demgegenüber im nächsten Jahr einen Volksentscheid zum Status der SED. In dem gestern Abend in Ost-Berlin veröffentlichten Aufruf heißt es, die SED müsse sich als gleichberechtigte Partei neben anderen zur Wahl stellen. Vor dem Rathaus von Plauen versammelten sich am Nachmittag mehr als 30.000 Menschen. Sie forderten freie Wahlen, einen Abbau der Bürokratie, Presse- und Redefreiheit sowie die Zulassung der Oppositionsgruppe Neues Forum. Keine Reden mehr, wir wollen Taten, zitierte ADN eine der Forderungen. Diese Bilder liefen vor einer halben Stunde in der aktuellen Kamera. Auch über die Diskussionen der Bürger mit SED-Vertretern in einigen Städten wurde berichtet. Die aktuelle Kamera nahm aus Leipzig die Selbstkritik des Oberbürgermeisters ins Programm. Es ist schwer. Wir haben die Signale, die von den Leipziger Montagsdemonstrationen ausgegangen sind, durchaus verstanden. Wir stellen uns ehrlich und mit Einsatz unserer ganzen Kraft dem Ring um schnellstmögliche und reale Veränderung des Lebens in unserer Stadt. Die Lage der Leipziger Kommune ist durch den Weggang von 5.600 Bürgern kompliziert. Viele arbeiten hingebungsvoll, um das Alltagsleben im Handel, Verkehr, Gesundheitswesen und Bauwesen funktionieren zu lassen. Dennoch tut Hilfe Not, so der Oberbürgermeister. 5% der Angehörigen des Staatsapparates werden auf Zeit in diesen Bereichen mithelfen. Der Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes der DDR, Tisch, will sein Amt aufgeben, wenn ihm der Bundesvorstand am Montag nicht das Vertrauen ausspricht. Das kündigte Tisch heute in einer Jugendsendung des Ostberliner Fernsehens an. Junge Gewerkschafter hatten ihm in der Diskussion vorgeworfen, der FDGB sei nicht in der Lage, mit ihm an der Spitze seine Rolle bei der Erneuerung wahrzunehmen. Tisch leitet den Gewerkschaftsbund seit 1975. Er ist Mitglied des SED-Politbüros und des Staatsrates. Guten Abend, meine Damen und Herren. Fast 20.000 Menschen haben sich heute in Ost-Berlin an einer großen Kundgebung vor dem Roten Rathaus beteiligt. Dabei erklärte SED-Politbüromitglied Schabowski, genehmigte Demonstrationen würden künftig zum Bild der Stadt gehören. Er räumte ein, dass es in der SED-Spitze noch Unstimmigkeiten über den weiteren Kurs gebe. Oberbürgermeister Krack bestätigte, dass eine für kommenden Samstag angemeldete Demonstration für Pressefreiheit stattfinden kann. Aus der Menge der Diskussionsteilnehmer kam Kritik, die es in sich hatte. Die Spitzenfunktionäre, die zu dieser Veranstaltung eingeladen hatten, unter ihnen der SED-Bezirkssekretär Schabowski und der Berliner Oberbürgermeister Krack mussten vernehmen, die SED habe abgewirtschaftet, ihre Ideologie sei, wie Marx es formuliert hat, ein Mittel zur Verdummung der Massen. Sie habe dialektisches Denken durch den Einsatz von Gummiknüppeln ersetzt. Der Polizeipräsident musste sich für die Übergriffe bei den letzten Demonstrationen entschuldigen. Ich spreche erneut ein tiefes Bedauern aus und die Entschuldigung, dass es an diesen Tagen zu Härten, zu Übergriffen gekommen ist, die menschliches Leid und seelisches Leid hervorgebracht hat. Freie Wahlen wurden gefordert, Presse- und Versammlungsfreiheit. Eine Massendemonstration für den 4. November wurde mit Ort und Terminangabe angekündigt. Die Funktionäre wurden aufgefordert, sie zu genehmigen. Der SED-Bezirkssekretär von Berlin, Schabowski, lenkte ein. Demonstrationen müssten angemeldet und genehmigt sein, sagte er. Aber für die Zukunft soll gelten. Und die Demo wird zur politischen Kultur auch in Berlin gehören. Die Funktionäre stehen offenbar mit dem Rücken zur Wand. Sie versuchen zu retten, was zu retten ist. Die Staats- und Parteiführung steht unter Zeitdruck. Ein neues Reisegesetz ist versprochen, es soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Dann allerdings ist eine Massenflucht wohl nur zu verhindern, wenn die Bevölkerung bis dahin das Vertrauen gewonnen hat, dass sich die Verhältnisse wirklich ändern. Vertrauen zu schaffen, ist das oberste Ziel der gegenwärtigen neuen Politik. Doch die, die das versuchen, sind die, die für die bisherige Politik verantwortlich sind. Bereits gestern Abend hatte es zwei andere Beispiele ostdeutscher Perestroika gegeben.
Spur der Steine, ein Spielfilm von Frank Bayer, 1966 der Zensur zum Opfer gefallen, wurde in einem Club erstmals wieder aufgeführt. Dialoge wie dieser waren wohl der Anlass für das Verbot. Es ist ja Mittelalter hier. Wegelagerei. Es empfiehlt sich nicht hinzusehen. Mir fällt das leicht, ich bin kurzsichtig. Der betroffene Regisseur Frank Bayer vor der Veranstaltung. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam herausfinden, ob es sinnvoll ist, diesen Film für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Oder ob wir ihn lieber ins Archiv zurückbringen sollten, wo er seit 23 Jahren liegt. Danke. Zur gleichen Zeit traten in der Ostberliner Erlöserkirche prominente DDR-Künstler, hier kommt Stefan Heim, zugunsten der Opfer des staatlichen Machtmissbrauchs auf. Heim forderte Reformen im Schulwesen und in der Medienpolitik. Christa Wolf, eine Untersuchungskommission zur Aufklärung von Polizeiübergriffen Anfang Oktober. Günter de Bruyn mahnte Gewaltenteilung und unabhängige Gerichte an. Stefan Hermlin schließlich sieht in den gegenwärtigen Veränderungen in der DDR eine Volksbewegung und warnte dann aber. Und diese Volksbewegung, nach meinen langen Lebenserfahrungen, muss sich hüten vor Provokateuren. Dann dieses Bekenntnis von Hermlin. Ich bin hier, um zu bezeugen, dass ich auf Ihrer Seite bin. Auf einer Veranstaltung im Deutschen Theater in Ost-Berlin wurde gestern Abend der Kulturpolitiker und Altkommunist Walter Janka geehrt, der 1957 in einem Schauprozess zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt worden war. Bei der Nachrichtenagentur ADN fiel in diesem Zusammenhang erstmals der Begriff politischer Prozess. Die im Westen bereits veröffentlichte Autobiografie Jankas soll nun auch in der DDR erscheinen. Die SPD-Politiker Momper und Imke haben heute in Ostberlin 2 Stunden lang mit Vertretern der Reformgruppe Neues Forum und der neu gegründeten Sozialdemokratischen Partei der DDR gesprochen. Anschließend traf sich Momper mit Politbüromitglied Schabowski, der auch Chef des Ostberliner SED-Bezirks ist. Momper, so hieß es danach von Seiten des Senats, habe den Eindruck gewonnen, dass es Schabowski mit den angekündigten Reformen und der Reisefreiheit ernst meine. Der regierende Bürgermeister habe auch erneut sein Interesse an einem baldigen Gespräch mit Partei- und Staatschef Krenz bekundet. Skeptisch zur Entwicklung in der DDR hat sich CDU-Generalsekretär Rühe geäußert. Die SED, so sagt er heute im Hessischen Rundfunk, sei wohl nicht bereit, ihr Machtmonopol aufzugeben. Weiter meinte Rühe, die in Aussicht gestellte Reisefreiheit müsse die DDR auch selbst finanzieren. Infolge des Zwangsumtauschs für westliche Touristen verfüge Ostberlin über ausreichende Devisenvorräte. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mehrere hunderttausend Menschen sind heute Abend wieder in der DDR für demokratische Reformen auf die Straße gegangen. Der größte Demonstrationszug wird aus Leipzig gemeldet. Augenzeugen berichten, die Innenstadt sei voll von Menschen. Zentrum der Veranstaltung war der Karl-Marx-Platz. Oberbürgermeister Seidel und Vertreter des Stadtrates wollten hier erstmals mit den Bürgern diskutieren. In Schwerin versammelten sich rund 80.000 Menschen. Sie zogen schweigend mit brennenden Kerzen durch die Straßen. Auf Transparenten forderten sie unter anderem die Trennung von Staat und Partei und die Zulassung des neuen Forums. Die Reformdiskussion hat inzwischen auch den Gewerkschaftsbund FDGB ergriffen. Die Abstimmung über die Vertrauensfrage ihres Vorsitzenden Tisch wurde auf der Sitzung des Bundesvorstandes jedoch zunächst auf den 17. November verschoben. Die Nachrichtenagentur ADN meldete, Tisch selbst habe zu Bedenken gegeben, die Vertagung sei möglicherweise eine große Last für die Gewerkschaftsarbeit. Die Entscheidung wird nun erst nach der Sitzung des SED-Zentralkomitees stattfinden, von dem weitreichende personelle Veränderungen erwartet werden. Tisch forderte den Vorstand auf, die bisherige Arbeit kritisch zu durchdenken. Vor 10 Minuten berichtete das DDR-Fernsehen über die Abstimmung und Diskussion des FDGB-Vorstandes. Der Gewerkschaftsvorsitzende Tisch hatte zu Beginn der 6-stündigen Sitzung, zu der westliche Journalisten nicht zugelassen waren, eingeräumt, der Gewerkschaftsbund habe einen Vertrauensverlust erlitten. Die allgemeine Unruhe hat auch den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund erfasst, die Einheitsgewerkschaft der DDR mit über 9 Millionen Mitgliedern. Der Vorsitzende, der 62-jährige Harry Tisch, Mitglied des Politbüros, führt den FDGB seit 1975.
Am Samstag war er in einer Fernsehdiskussion von jungen Gewerkschaftsmitgliedern scharf angegriffen und zum Rücktritt aufgefordert worden. Seine Äußerung, er weine den jungen Leuten, die die DDR verließen, keine Tränen nach, stieß auch innerhalb der Gewerkschaft auf schärfsten Protest. Unzufriedenheit mit der Gewerkschaftsführung, mit Harry Tisch an der Spitze, hat sich seit langem aufgestaut. Die Führung wird mitverantwortlich gemacht für die allgemeine wirtschaftliche Misere. Seit einiger Zeit schon häuften sich die Klagen über schlechte Arbeitsorganisation, Mängel bei der Bereitstellung von Material und Ersatzteilen. Die vielen Anfragen, Vorschläge, Hinweise und Kritiken der Basis zu den Arbeitsbedingungen seien von der Führung unbeantwortet geblieben, heißt es. Angeprangert wurde die Selbstherrlichkeit der Führung und die Privilegien, auf die die Gewerkschaftsbosse nicht verzichten wollen. Die Unzufriedenheit äußerte sich nicht nur in Kritik, sondern auch in Austritten aus der Organisation, über die in der letzten Zeit sogar die gewerkschaftseigene Zeitung Tribüne berichtete. Dresdens Oberbürgermeister Berghofer hat die Oppositionsbewegung Gruppe der 20 als Interessenvertretung der Bürger anerkannt. Sie hatte sich spontan bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen Anfang Oktober in Dresden gebildet. Wie die amtliche Nachrichtenagentur ADN meldete, sprach sich Berghofer bei einem Treffen mit Bürgern für eine grundlegende Erneuerung der Gesellschaft aus. Er kündigte zwei weitere Arbeitsgruppen zu den bereits vereinbarten 14 an. Sie sollen sich mit Fragen des zivilen Ersatzdienstes sowie mit der Ausreise und der Wiedereingliederung von DDR-Bürgern befassen. DDR-Staats- und Parteichef Krenz ist heute in die Sowjetunion gereist. Er ist vor wenigen Minuten in Moskau eingetroffen. Dort will er morgen Vormittag mit Staats- und Parteichef Gorbatschow zusammentreffen. Es ist der erste Auslandsbesuch des neuen SED-Generalsekretärs. Im sowjetischen Fernsehen hatte Krenz gestern Abend erklärt, er wolle vor allem die Erfahrungen der UdSSR bei der Umgestaltung des Landes näher kennenlernen. Der Vorsitzende der DDR-Gewerkschaft, FDGB, Tisch, will nun doch seinen Rücktritt erklären. Die DDR-Nachrichtenagentur ADN meldete heute Abend, die Sitzung des Bundesvorstandes werde bereits am Donnerstag fortgesetzt. Dort wolle Tisch seine Entscheidung bekannt geben. Der 62-Jährige hatte gestern im Vorstand die Vertrauensfrage gestellt. Eine Abstimmung darüber war zunächst auf den 17. November verlegt worden. DDR-Bildungsministerin Honecker soll von ihrem Amt zurückgetreten sein. Nach Informationen der Bild-Zeitung wird die Vorsitzende des Zentralvorstands der Gewerkschaft Unterricht und Erziehung Helga Laps ihre Nachfolgerin. Bereits gestern war die Frau des früheren Staats- und Parteichefs Honecker in einer Meldung der DDR-Nachrichtenagentur ADN über ihr Ministerium nicht mehr erwähnt worden. Die SPD hat heute in einer deutschlandpolitischen Entschließung das Selbstbestimmungsrecht der Menschen in der DDR hervorgehoben. Nach einer Sitzung des Parteirates erklärte SPD-Chef Vogel in Bonn, die Sozialdemokraten strebten eine Einheit der Deutschen gemeinsam in der Einheit Europas an. Sie wendeten sich jedoch gegen ein so wörtlich Pathos der Wiedervereinigung. In dem Papier wird außerdem ein umfassender deutsch-deutscher Dialog gefordert. Prüfsteine für die Entwicklung in der DDR seien die Verwirklichung der Reise-, Informations- und Meinungsfreiheit und die Aufgabe des Machtmonopols der SED.